Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Einleitung. Derzeit ist der Hype mit Franz Josef, jeder will einen Vortrag, ein Interview über Franz Josef, sehr groß, und das führt eigentlich gleich dazu, dass man sich fragt, wieso ist das der Fall? War Franz Josef ein großer Herrscher? Was hat ihn zu einem großen Herrscher gemacht? Was ist ein großer Herrscher? Große Herrscher sind häufig jene, die durch erfolgreiche Kriege große Gebiete für einen Staat gewinnen. Also Friedrich der Große wäre so ein gutes Beispiel dafür. Oder er ist einer, der große Reformen, eine Modernisierung des Staates durchführt. Da wäre ein österreichisches Beispiel, Josef der Zweite zu nennen, der also die Habsburger Monarchie sehr stark reformiert hat, der nicht der Große heißt, oder Maria Theresia, die auch nicht die Große heißt, aber die auch viele Reformen durchgeführt hat. Franz Josef hat weder große Gebiete gewonnen, noch hat er große Reformen in der Habsburger Monarchie durchgeführt. Aber er hat natürlich etwas getan, was vielleicht zunächst einmal kurios klingt. Er hat sehr, sehr lange regiert. Der ewige Kaiser wird er auch genannt. Er hat 68 Jahre regiert, das heißt, mehrere Generationen von Menschen in der Habsburger Monarchie haben keinen anderen Kaiser gekannt als ihn. Und er wurde vor allem dann nach 1866, ich komme auf das Thema gleich noch einmal zurück, nach 1866 wurde er durch die lange Friedenszeit bis 1914 auch zu einem Symbol des Friedenskaisers und einer, der sozusagen die Klammer dieses multinationalen Staates ist. Und damit sind wir eigentlich mitten im Thema von heute. Vielleicht ein paar Vorbemerkungen, die ich Ihnen auch ein bisschen illustrieren möchte. Die ganze Verehrung für Franz Josef, das Klischee des guten alten Kaisers, das Sie heute finden, zum Teil natürlich auch das Gegenklischee, der böse alte Kaiser. Wir haben versucht, ein sehr differenziertes Bild zu bringen, das nicht ein positives durch ein negatives Klischee ersetzt, sondern eben verschiedene Perioden seines Lebens, beziehungsweise natürlich auch verschiedene Aspekte seines Lebens betrachtet. Ein Mensch besteht ja nicht nur aus einem einzigen Aspekt, sondern er war eben genauso Herrscher wie Jäger oder Katholik oder Oberbefehlshaber der Armee, was auch immer. Es gibt also viele Aspekte, und das muss man schon etwas differenzierter betrachten, als mit einem einzigen Satz ihn sozusagen im Positiven wie im Negativen beide Möglichkeiten finden Sie in der Literatur abzukanzeln. Aber die Grundlage für dieses große Image Franz Josefs, das heute noch besteht, wurden natürlich schon gelegt in seiner Lebenszeit. Er war der allgegenwärtige Kaiser. Es gab also allenthalben Bilder Franz Josefs, und zwar Franz Josef entweder als junger Herrscher. Das ist ein Bild, wo man ihn fast nicht erkennt, oder viele Menschen würden ihn nicht als Franz Josef erkennen, die nicht als ein wenig stärker historisch interessiert sind, während also der Kaiser, wie er direkt hinter mir steht, der alte Kaiser mit dem weißen Bart, sozusagen der Franz Josef ist, den man kennt, den man eben als eine legendäre Figur der Vergangenheit erlebt hat. Meistens ist Franz Josef in Uniform aufgetreten. Das hat mit der großen Rolle des Militärs in seinem Leben zu tun. Ich komme auch auf das Thema noch einmal zurück. Die Uniform war sozusagen vermutlich 80% seiner Kleidung. Also man sieht das an den Bildern, ohne dass ich jetzt das wirklich statistisch durchgezählt hätte. Aber 85% sind sicher Bilder in Uniform. Ein viel kleinerer Teil der Bilder sind Bilder in der Tracht des Jägers. Er war also ein begeisterter Jäger. Und hat aber auch mit dieser Jägertracht und auch mit seinem Jagdverhalten, er war also nicht einer, der jetzt die große Treibjagd wie in der Barockzeit bevorzugt hat, wo man halt einfach in die Menge des Wildes hineingeschossen hat und immer irgendein Wild getroffen hat, sondern ein Pirschjäger, der also auch verantwortungsvoll das Weidwesen betrieben hat, in dieser steirischen Tracht, die ein Großonkel von ihm eingeführt hat, der Erzherzog Johann. Das ist ein anderer Teil der Bilder, die natürlich auch einen propagandistischen Wert vor allem für die niedrigeren Schichten der Bevölkerung gehabt haben, die ja selbst, wie die Bauern etwa, gejagt haben.
ein ganz wichtiges Gewand für ihn in den Darstellungen, und das hängt schon mit dem Nationalitätenproblem auch zusammen. Er ist der Ornat des Ordens vom Goldenen Vlies, des Hausordens des Hauses Habsburg. Dieses Goldene Vlies konnte man nur als Mann, nur als Katholik und nur als Adeliger, der 16 adelige Ahnen nachweisen konnte, bekommen. Aber es ist ein internationaler Orden sozusagen. Viele Menschen in ganz Europa, die eben diese drei Voraussetzungen erfüllt hatten, waren Mitglieder des Ordens vom Goldenen Vlies. Und wenn Franz Josef in diesem Ordensornat gemalt oder gezeichnet wird, dann ist das sozusagen ein Signal für die Übernationalität seiner Person. Bei der Uniform hat man immer entweder sogenannte deutsche oder sogenannte ungarische Adjustierung gehabt. Da hat man sich schon sozusagen für eine der beiden großen Nationen entscheiden müssen. Das Goldene Vlies steht über all dem. Es ist daher etwas, was für ihn natürlich ganz wichtig gewesen ist, als Signal, ich bin ein übernationaler Herrscher. Ganz selten sieht man ihn in Privatkleidern, also hier im Frack mit Zylinder. Er hat seine Frau in Südfrankreich besucht und dort war zufälligerweise Queen Victoria anwesend, und er macht einen inoffiziellen, das ist kein Staatsbesuch, sondern einen inoffiziellen Besuch bei ihr und kann daher nicht jetzt als Uniformträger auftreten, sondern im Privatgewand. Aber das Allgegenwärtige bezieht sich natürlich auch auf viele andere Medien der Zeit. Also denken Sie jetzt nur an Briefmarken, nicht? Auf vielen Briefmarken war Kaiser Franz Josef abgebildet. Auch auf vielen Münzen war das Bild Kaiser Franz Josef, allerdings nur auf den Goldmünzen. Auch das ist nicht ganz unbezeichnend, würde ich sagen. Und vor allem zu den Kaiserjubiläen gab es etwas, was ja heute fast nur mehr im Urlaub eine Rolle spielt. Unendlich viele Postkarten, die Franz Josef gezeigt haben. Also hier mit dem Schloss Schönbrunn und der Hofburg im Hintergrund. Aber es gibt auch welche mit Prag im Hintergrund, mit Budapest im Hintergrund. Also das war etwas, was eine große Rolle gespielt hat. Von denen sind viele, viele Tausende, Hunderttausende Exemplare verkauft und verschickt worden von solchen Postkarten. Also er war ein allgegenwärtiger Kaiser zu diesem Jubiläum. Was Franz Josef nicht war, war ein Kaiser zum Angreifen sozusagen, einer, der auf die Menschen seiner Umgebung zugegangen ist. Sein Großvater, der Kaiser Franz II. Als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und Franz I. als Kaiser von Österreich. Sie sehen ihn da ja dargestellt. Wenn man Ihnen nicht dazu sagt, dass das der Kaiser Franz mit seiner Familie ist, können Sie denken, entweder eine Adelsfamilie oder eine sehr hochbourgeoise Familie. Also hier hat man keine Uniform, hier hat man keine Ehrenzeichen, keine Orden, nichts. Das ist etwas, was Franz Josef natürlich sehr ferngelegen ist. Also er war nicht der, vom Kaiser Franz berichtet, er sei durch die Stadt gegangen und hätte dann irgendwelche Leute angesprochen und mit denen sich unterhalten. Das ist bei Franz Josef nicht der Fall gewesen. Ich komme auch auf das Thema noch zurück, bei seinen Reisen hat er sehr wenig Kontakte eigentlich zur Bevölkerung gehabt. Als Franz Josef am 18. August des Jahres 1830 zur Welt gekommen ist, war eigentlich schon voraussehbar, dass er irgendwann einmal Herrscher der Habsburger Monarchie werden wird. Zwar herrschte noch sein Onkel, also der Kaiser Franz, den wir eben in diesem Familienbild gesehen haben. Der Thronfolger war Ferdinand, ein Mann, der schwer krank war. Er litt unter schwerer Epilepsie, hatte einen Wasserkopf und war eigentlich nicht regierungsfähig, woraufhin natürlich Metternich diese Chance ausgenutzt hat, auf das Legitimitätsprinzip zu pochen und zu sagen, ja, aber er ist der legitime Nachfolger, weil das natürlich seinen Einflussbereich auch sehr stark erweitert hat. Ferdinand hat dann nach 1835 die Regierung übernommen. Man spricht von der Monarchie ohne Monarchen, weil er eigentlich keine eigenen Entscheidungen oder kaum eigene Entscheidungen getroffen hat. Außerdem war man sich ganz sicher, was sich auch als wahr herausgestellt hat, dass er keine Kinder und damit keinen männlichen Nachfolger haben wird. Und damit wäre natürlich ganz automatisch auf seinen jüngeren Bruder, den Vater Franz Josefs, die Erbfolge übergegangen. Und die
Erzherzogin Sophie, von der war schon in der Einleitung die Rede, einer Wittelsbacherin, einer sehr starken Frau. Im Jahre 1848 wurde sie als der einzige Mann im Hause Habsburg bezeichnet, sozusagen scherzhaft. Erzherzogin Sophie hat also genau auf dieses Ziel, ihren Sohn zum Kaiser zu machen, hingearbeitet. Das ist in der Erziehung und in all den Dingen, die mit der Erziehung zusammenhängen, sehr, sehr deutlich geworden. In dieser Erziehung wird auch schon das multinationale Problem der Habsburger Monarchie deutlich. Franz Josef hat, das ist aber nicht nur für ihn, sondern für viele Herrscher richtig, er hat mehrere Sprachen der Monarchie gelernt, neben Deutsch und natürlich eine Sprache, die so etwas ist, was heute Englisch ist, nämlich die Lingua Franca der damaligen Zeit. Französisch hat er natürlich gelernt, Sprache der Gebildeten, Sprache der Diplomatie. Italienisch, das war ja eine Sprache der Habsburger Monarchie, da gab es ja noch italienische Provinzen. Er hat Tschechisch gelernt, er hat Ungarisch gelernt, er hat sogar kurzfristig allerdings nur Polnisch gelernt, was er auch gelernt hat. Da war er aber sehr dagegen, das hat ihm gar nicht gefallen, war Altgriechisch, das hat er gemeint, das sei unnötig. Entschuldigen Sie, Herr Dr. von der Laar, Sie sind ein klassischer Philologe, aber mein Lektor ist klassischer Philologe und daher denke ich, wenn man sowas sagt, muss ihm das Herz irgendwie bluten dabei. Aber Franz Josef, der sonst alles, was mit ihm gemacht wurde im Unterricht, ohne Kritik oder kaum mit Kritik hingenommen hat, da hat er durchaus protestiert. Ein wesentliches Ereignis für die Habsburger Monarchie als Ganzes, aber natürlich auch für das Leben Franz Josefs, war die Revolution des Jahres 1848, die zwei Zentren hatte, eins in Wien und eines in Ungarn. Eine Revolution, die dazu geführt hat, dass die Habsburger letztlich Wien verlassen mussten, solange eben die Revolutionäre dort das große Wort führen konnten. Und Franz Josefs Abneigung gegen alles, was mit Revolution zu tun hat und unter Revolution, und das ist ein wesentliches Element, wenn man sich mit der Nationalitätenfrage beschäftigt, eine Revolution war in seinem Sinne natürlich auch jedes nationale Bewusstsein, jede nationale Einigung. Das war nicht jetzt eine Kategorie für sich selbst, sondern es wurde unter Revolution subsumiert. Da spiegelt sich natürlich auch Metternichs Verhalten zur Französischen Revolution. Metternich hat ihn ja wenigstens kurzfristig in das, was man heute politische Bildung nennen würde, unterrichtet. Und diese Revolution des Jahres 1848, die in Wien im Oktober niedergeworfen wurde, war dann der Anlass, dass man die Herrschaft gewechselt hat. Man hat also gesehen, dass mit dem Kaiser Ferdinand, dem weitgehend regierungsunfähigen Kaiser Ferdinand, es keine Kontinuität gibt. Das führt dann dazu, dass man sagt, wenn jetzt eine neue Zeit anbricht, mit wem als Herrscher bricht die neue Zeit an? Ferdinand war natürlich undenkbar. Der wird sanft von seiner Frau zur Abdankung, ja, überredet, sagen wir es einmal. Dann wäre natürlich sein jüngerer Bruder Franz Karl, der Vater Franz Josefs, der Nächste in der Thronfolge gewesen. Er hat auch wirklich dann gesagt, na ja, eigentlich der Legitimität nach müsste ich ja jetzt Kaiser werden. Aber das hat ihm die Sophie auch sehr schnell, ich sage es auch wieder vorsichtig, ausgeredet. Und so wurde dann eben der erst 18-jährige Franz Josef in Olmütz zum Herrscher der Habsburger Monarchie gemacht. Ein Akt, der eigentlich, es gibt viele Bilder, wo man sieht, wie meine Krone aufgesetzt ist. Das ist natürlich alles reine Fantasie, sondern in diesem großen Saal in Olmütz, also im Erzbischöflichen Palais in Olmütz, Olomouc in Mähren, wurden zwei Erklärungen vorgelesen, die Abdankung Ferdinands des Ersten und der Verzicht Franz Karls. Und damit war Franz Josef Herrscher, Kaiser, aber natürlich nicht von allen anerkannt. Und das waren vor allem die Ungarn, die das nicht anerkannt haben. Sie haben argumentiert, dass man natürlich Ungarn, dass man jetzt ungarischer König nicht werden kann, indem jetzt die Familie sagt,
Wir nehmen jetzt jemand anderen, der wird ungarischer König. Also ich zitiere, die ungarischen Generäle Artur György und Ladislaus Jani haben eine Erklärung unterzeichnet, da steht drinnen: Ohne Zustimmung der Nation, also der ungarischen Nation, darf sich bei Lebzeiten des gekrönten Landesfürsten niemand königliche Rechte anmaßen, noch weniger kann die Erbfolge mittels privater Familienübereinkünfte abgeändert werden. Das heißt also, die Ungarn haben ihn zunächst einmal nicht als König von Ungarn anerkannt. Das heißt, er übernimmt die Herrschaft in einer Monarchie, wo die eine Hälfte, also die ungarische Reichshälfte, ihm den Gehorsam verweigert. Das geht dann noch weiter. Im Frühling des Jahres 1849 findet in Debrecen in Südungarn ein großer Reichstag oder Landtag, sie finden beide Übersetzungen in der deutschen Sprache, statt, in dem die Ungarn das Haus Habsburg für ewige Zeiten vom Thron verstoßen, damit auch Franz Josef natürlich, und eine Republik unter dem Führer der Revolution Lajos Kossuth begründen. Also das ist das Gegenmodell sozusagen zu dem, was natürlich Franz Josef verkörpert. Das ist ein politisches, aber auch natürlich ein nationales Problem, weil die Ungarn eben eine der wichtigen Nationalitäten der Habsburger Monarchie sind. Und damit bin ich natürlich jetzt bei einem sehr zentralen Thema. Wenn man sich eine Karte der Habsburger Monarchie aus dem 19. Jahrhundert ansieht, dann gibt es hier sehr, sehr viele unterschiedliche Nationalitäten, überall, ganz über die Monarchie. Das sind also die Deutschen, die in der Diaspora in Sprachinseln leben. Und dann gibt es die Tschechen, die Slowaken, die Polen, die Ukrainer, die Rumänen, Ungarn, sowohl im Bereich des heutigen Ungarn als auch in Rumänien, als auch im Bereich der heutigen Slowakei. Und dann gibt es die verschiedenen südslawischen Völker, also die Serben, die Kroaten, die Slowenen und natürlich Italiener, die immer noch im Trentino, also noch immer auch nach dem Verlust der italienischen Provinzen, leben fast 700.000 Italiener in der Habsburger Monarchie. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass das jetzt, das geht bis in die Familien hinein, nicht? Es gibt also viele Familien, wo der eine Partner einer Nation, der andere Partner einer anderen Nation angehört, die Kinder zweisprachig aufwachsen oder mehrsprachig aufwachsen. Viele Menschen in der Habsburger Monarchie haben 3-4 Sprachen, und das waren jetzt nicht die Gebildeten, sondern auch einfache Leute haben 3-4 Sprachen, natürlich jetzt nicht perfekt in Wort und Schrift, wie man so schön sagt, aber doch für die tägliche Kommunikation sprechen können. Also das zeigt, wie schwierig sozusagen das Problem ist. Lajos Kossuth, der große Gegenspieler Franz Josefs, der in der Revolution des Jahres 1848-49 in Ungarn die zentrale Rolle gespielt hat, als die Ungarn niedergeworfen werden, die ungarische Revolution von den Russen niedergeworfen werden, gelingt, das ist nahe der Grenze zum Osmanischen Reich gewesen, diese Schlacht, und es gelingt vielen Revolutionären, unter anderem auch Kossuth, sich über die Grenze ins Osmanische Reich zu begeben. Sie werden dann in Effigie, wie man das genannt hat, hingerichtet. Das heißt, ihr Namen oder ihr Bild wird an den Galgen geheftet. Sie gelten als sozusagen als offiziell hingerichtet, haben aber haben doch im Osmanischen Reich weitergelebt, sind dann noch in andere Länder ins Exil gegangen. Kossuth hat zuletzt in Turin gelebt und war dort einer der Gegner natürlich der Politik Franz Josefs gegenüber Italien. Viele andere hat also ein ganz schlimmes Schicksal im Jahr 1849 erreicht, nämlich die Hinrichtung. Man hat also sehr, sehr viele Menschen hinrichten lassen. Der Mann, der dafür verantwortlich war, also heute würde man sagen, der Mann fürs Grobe, war ein General namens Hainau, der unter Radetzky gedient hat. Und Radetzky hat übrigens gesagt, er ist mein bester General, aber er ist wie ein Rasiermesser. Wenn man es benutzt hat, muss man es in sein Futteral zurückstecken. Also Hainau, der hat schon in Italien sich ausgezeichnet dadurch, dass er viele hinrichten hat lassen, Frauen, nackte Frauen auspeitschen hat lassen öffentlich. Also er hat auch in Ungarn sehr wild regiert, und dadurch kommt es natürlich klarerweise zu einer starken nationalen Spannung zwischen den Ungarn auf der einen Seite und Franz Josef, der ja
keiner der Nationen wirklich zugehört, auch wenn er sich 1859 als deutscher Fürst definiert hat, aber natürlich auch für die in der Habsburger Monarchie dominierenden Deutschen steht. Also da kommt es eben sozusagen zu ganz großen Schwierigkeiten, und ein Ereignis, das für Franz Josef sehr böse hätte ausgehen können, war der Versuch, ihn umzubringen. Ein ungarischer Schneider namens Janusz Libeny hat versucht, ihn mit einem Messer zu erstechen, ist aber an einem Metallteil des Kragens seiner Uniform abgerutscht und hat ihn dadurch nur relativ leicht verletzt, also nicht getötet. Wenn Sie in Wien je waren, die Votivkirche etwa in der Nähe der Universität, wurde aus diesem Anlass gestiftet, für die Rettung des Kaisers. Dieser Libeny war natürlich auf der einen Seite, und das darf man ja nie vergessen, dass das nicht nur ein nationales Problem ist, sondern dass mit diesem nationalen Problem ja auch soziale Probleme verbunden waren. Ungarn hatte kaum eine Industrialisierung, hatte also vorwiegend Bauern, die unter elendiglichen Lebensverhältnissen gelebt haben, vor allem natürlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der großen Konkurrenz standen zum Import kanadischen, vor allem amerikanischen Weizens, die zu Dumpingpreisen verkauft wurden in Europa und damit den Markt für die ungarische Agrarwirtschaft weitgehend ruiniert hatte. Also man hat Viehzucht, ja, da hat man die Tiere, das war noch bis in die Zeit der Ersten Republik hinein, hat man die ungarischen Ochsen nach Wien getrieben, weil das berühmte Wiener Rindfleisch war in Wirklichkeit ein ungarisches Rindfleisch. Das waren also aus der Busta kommende Ochsen, die man seit dem 16. Jahrhundert nach Westen getrieben hat und die Küche Oberitaliens, aber auch der Habsburger Monarchie in Wien sehr bereichert haben. Also das berühmte der Tafelspitz, also in der Literatur steht immer das Lieblingsessen. Franz Josef war der Tafelspitz, stimmt nicht ganz. Also die heißen bei uns Frankfurter Würstchen, Sie würden Wiener Würstchen dazu sagen, mit viel Senf und Krähen gegessen. Das war sein Lieblingsessen. Die mussten extra aus einem Gasthaus geholt werden, mit viel Krähen drauf. Das eine doppelte Portion Krähen, das hat ihn sehr begeistert. Also dieses Libeny-Attentat ist nur ein äußeres Zeichen eben dieser Abneigung der Ungarn gegen Franz Josef und natürlich auch der Unterdrückung der Ungarn, die bis 1867 angehalten hat. Vielleicht ein Wort, Franz Josef reist in dieser Zeit, und jetzt komme ich auf diese Reisen noch einmal zurück, reist in dieser Zeit immer wieder nach Ungarn. Schon als Kind war er in Ungarn und dann als gleich nach 1849, wo er versucht hat, eben sozusagen seinen eigenen Eindruck vom Lande zu gewinnen. Was diesen eigenen Eindruck anlangt, aus einer späteren Zeit ein ungarischer Politiker und Diplomat, Lazio Szögeni Maric, hat geschrieben, ich zitiere: Seine Majestät, Franz Josef, sah nichts in seinem wirklichen und natürlichen Zustand. Alles war künstlich. Probleme wurden vor ihm versteckt, Menschen und Dinge waren in festliche Kleidung gehüllt, der Kaiser sprach Dinge von öffentlichem Belang nur mit Beamten, die alles zu ihrem eigenen Vorteil im bestmöglichsten Licht darstellten. Mit den unabhängig Denkenden diskutierte der Kaiser nur neutrale Themen, mit dem gewöhnlichen Volk hat er überhaupt keinen Kontakt. Also das ist etwas, was nicht, es wird auch unseren Politikern manchmal vorgeworfen, wie Sie wissen, aber das ist etwas, was also für diese Reisen, er hat viele Reisen durch die Monarchie unternommen, aber man hat ihn natürlich nur dorthin geführt, wo man ihn hinführen wollte. Also er war sicher nicht bei den Fabriken mit den furchtbaren Arbeitsbedingungen in diesem frühen Kapitalismus, er war sicher nicht in den Arbeitersiedlungen, wo die Arbeiter wirklich in ganz elendiglichen Verhältnissen gelebt haben, und auch viele Kleinbauern haben ja auch nicht sehr viel besser gelebt. Also das hat man alles von ihm ferngehalten. Die Versöhnung mit Ungarn war also etwas für das nationale Problem sehr, sehr Wichtiges, und eine wesentliche Rolle spielt eben die Frau, auch eine Wittelsbacherin, allerdings aus der nicht regierenden Linie von den Herzogen in Bayern, die Elisabeth, die also ja in einer fast Hollywood-artigen Szene, also wenn Sie das in den Sissi-Filmen sehen, sagen Sie, das ist kitschig, aber die Realität war nicht viel anders.
Er hat sie gesehen und hat nur mehr mit ihr getanzt. Also er war hin und her gerissen von dieser damals gerade 16-jährigen Frau. Am nächsten Tag war er schon verlobt mit ihr und also er hat sie geheiratet. Mit all den Problemen, die er hatte, das ist nicht Thema unseres heutigen Gesprächs, also wobei man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Also vielfach ist in der Literatur immer davon die Rede, dass die Elisabeth überhaupt nie in Wien war und dass sie immer nur weg war. Stimmt also in der Form nicht. Am Anfang zumindest hat sie vorwiegend die kühlen Winter irgendwo im Süden verbracht. Das haben viele adelige Damen getan, aber es war sie nicht die Einzige. Aber sie hat offensichtlich bei der Atmosphäre am Wiener Hof, die sehr steif und unangenehm war im Gegensatz zu Possenhofen, wo sie lustig gelebt hat, hat sie so etwas wie psychosomatische Erkrankungen gezeigt. Das heißt, immer wenn sie weg war, war alles in Ordnung. Kaum ist sie zurückgekommen nach Wien, hat sie dieselben Symptome wieder gehabt wie vorher. Also das heißt, denke ich bin kein Mediziner, aber ich denke, das lässt auf eine psychosomatische Krankheit schließen. Und Elisabeth hat dann später, also vor allem nach dem Selbstmord ihres einzigen Sohnes, des Kronprinzen Rudolf, hat sie dann wirklich sehr viel Zeit im Ausland verbracht und ist sehr ruhelos herumgereist. Aber das kann man nicht auf die gesamte Regierungszeit hochrechnen. Das ist ein Problem mit der Franz-Josef-Forschung im Allgemeinen. Man nimmt sozusagen den alten Kaiser mit dem Bart her und rechnet ihn auf die gesamte Regierungszeit hoch sozusagen. Und bei der Elisabeth ist es auch so, dass häufig diese späte Zeit, wo sie also wirklich sehr ruhelos ist, dann auf die gesamte Zeit übertragen wird. Das stimmt also in der Form sicherlich nicht. Elisabeth hat etwas, oder Sisi hat etwas ganz Wesentliches zur Politik der Habsburger Monarchie beigetragen. Sie hat also eine große Begeisterung für die Ungarn entwickelt. Das hat schon bei ihrer sehr schnellen, heute würde man sagen, ein schnelles Briefing. Man hat in ihrer Erziehung, sie hat zum Beispiel Englisch gelernt gehabt, was für die Habsburger Monarchie keine Sprache war, die irgendjemand gesprochen hat. Franz Josef hat überhaupt nicht Englisch gekonnt, aber Französisch hat sie dafür nicht so gut gekonnt. Also man hat dann sozusagen ihr schnell Nachhilfe gegeben, bevor sie geheiratet waren. Und einer dieser Lehrer, die sie da gehabt haben, ein Graf Meilert, war ein Ungar, der ihr österreichische Geschichte beigebracht hat. Schon natürlich kaisertreu und loyal, naja, klarerweise, aber schon mit einer sehr starken nationalen Ausrichtung auf Ungarn. Und sie hat dann später Ungarisch gelernt, und zwar angeblich in einer Weise, dass die Ungarn gedacht haben, das sei ihre Muttersprache, also sie muss fantastisch gut Ungarisch gekonnt haben. Bei Franz Josef bin ich mir da bei den Sprachkenntnissen nicht immer so sicher. Wir haben ja zwar Tonbandaufnahmen von Franz Josef aus seiner späten Zeit, aber da spricht er immer Deutsch. Das konnte er natürlich klarerweise, aber Ungarisch oder Tschechisch weiß ich nicht, wie gut er sich ausdrücken konnte, weil wir nur Geschriebenes haben und beim Geschriebenen immer die Gefahr ist, dass man da irgendein Native Speaker, wie das heute so schön heißt, also ein Tscheche oder ein Ungar, den Text korrigiert hat, also wie gut er das gesprochen hat, sei dahingestellt. Aber bei der Elisabeth gibt es genug Berichte, dass sie also mit den ungarischen Adeligen sich sehr fließend unterhalten hat und auch ihre Traditionen aufgenommen. Also sie hat zum Beispiel mit den Adligen Csárdás getanzt, nicht? Der ungarische Nationaltanz. Das haben also viele andere Hofdamen in Wien nicht, die eher österreichisch, tschechisch, böhmisch orientiert waren, haben das nicht getan. Aber das hat natürlich die Ungarn begeistert, nicht? Eine schöne junge Frau, die ihren Nationaltanz tanzt und die hervorragend ihre Sprache spricht. Also sie hat eine große Rolle in Ungarn gespielt. Noch dazu gab es keine Habsburger mehr in Ungarn nach dem Ende des Vormärz im Jahr 1848 hat der sogenannte Paladin, das ist der Vertreter des Königs, in Ungarn verlassen und damit gab es keine Identifikationsfigur von den Habsburgern mehr für Ungarn und in diese Lücke ist sozusagen die Elisabeth eingetreten und hat auch, sie hat sich sonst für Politik sehr wenig interessiert, hat auch ein einziges Mal in ihrem Leben sich in die Politik eingemengt und zwar im Hinblick eben auf die Ungarn, weil sie Kontakte vermittelt hat zwischen über ihre Hofdamen, die alle Ungarinnen waren,
mit dem Ferenc Dejak, also dem einen der Führer, und mit einem Mann, dessen Schicksal etwas eigenartig ist. Im Jahre 1849 wurde er als Revolutionär in Effigie hingerichtet, das heißt, sein Name war am Galgen in Budapest, der Gyula Andrassy, und durfte dann zurückkommen und wird dann der wichtigste Politiker Ungarns. Franz Josef hat jemand, den er selbst zum Tod verurteilt hat, sozusagen keine 20 Jahre später zum Außenminister und so weiter gemacht. Und der war eigentlich der große Vermittler dieses Ausgleichs. Im Jahre 1867 wird Franz Josef dann gekrönt in Ungarn, nicht? Das ist das Ende eines langen Prozesses, wo man den Ungarn eine große Selbstständigkeit in den inneren Angelegenheiten zugegeben hat, der sogenannte Ausgleich mit Ungarn, der 1867 geschlossen wird und für den die Ungarn natürlich Elisabeth sozusagen verantwortlich gemacht haben. Sie war diejenige, der Engel der Ungarn, die also die Ungarn verteidigt hat. Wenn man sich das etwas analytischer und entkleidet von nationalen Ideen anschaut, dann muss man sagen, dass natürlich der gute Kaiser Franz Josef keine andere Möglichkeit hatte. Mit wem hätte er sich sollen in der Habsburger Monarchie versöhnen? Erstens einmal waren die Ungarn diejenigen, die immer wieder gegen die Habsburger Aufstände gemacht haben. Also er musste die revolutionärste Gruppe zunächst einmal befriedigen. Und auf der anderen Seite gab es natürlich sehr viele Slawen in der Habsburger Monarchie. Die Tschechen, die Slowaken, die Polen, die Ukrainer, die Kroaten, die Slowenen und so weiter. Die waren viel mehr als die Ungarn und die Deutschen zusammen. Aber die waren natürlich untereinander nicht, das war nicht ein Volk, sondern das waren mehrere Völker, die untereinander große Schwierigkeiten hatten. In Polen etwa waren die, in Galizien etwa waren die Polen diejenigen, die die Ruthenern, wie man sich damals genannt hat, eben die Ukraine unterdrückt haben. Also da war nicht jetzt eine slawische Nation und daher war also die einzige Möglichkeit, sich eben mit Ungarn zu versöhnen. Sie hat das sicher beeinflusst und beschleunigt, aber auch ohne Elisabeth wäre an dem Ausgleich kein Weg vorbeigegangen. Ein Ausgleich, der dazu führt, dass die beiden Reichshälften 6 Millionen Deutschsprachige und 5 Millionen Ungarn privilegiert werden und 18 Millionen Slawen und Rumänen dem gegenüberstehen. Aber das wichtigste Problem, das sich durchzieht, war eigentlich die Frage mit den Slawen. Ich möchte nur zwei Beispiele, es könnte auch wieder ein abendfüllender Vortrag sein, allein diese Nationalitätenprobleme in Böhmen, aber nur zwei Beispiele Ihnen bringen. Das ist eine bezieht sich auf Slowenien und das andere bezieht sich auf Böhmen. Ein ganz markantes Beispiel, wo man sieht, welche politische Sprengkraft diese nationale Frage gehabt hat, ist der sogenannte Zilier Schulstreit in Zilicelje, das liegt in Slowenien, gab es eine Schule, also ein Gymnasium, ein deutsches Gymnasium, weil die Bevölkerung dieses Ortes Zilli weitgehend deutschsprachig war. Rundherum in den Gebieten außerhalb der Stadt lebten vorwiegend slowenischsprachige Bürger. Und das heißt, es hat sich dann im Zuge der 1890er Jahre immer mehr jetzt der Trend entwickelt, Kinder aus diesen Vororten sozusagen in die Schule nach Zilli zu schicken. Und auch in der Stadt selbst gibt es nun mehr Slowenen. Das heißt, es gibt eine große Anzahl von Schülern slowenischer Muttersprache, die dort ins Gymnasium gehen wollen. Das ist sozusagen die Modernisierung der Slowenen, wenn Sie so wollen. Und man wollte natürlich jetzt, dass die nicht in eine deutsche Schule gehen, wo Deutsch die Unterrichtssprache ist, um sie zu denationalisieren, sondern es sollte eine Parallelklasse in diesem winzigen Örtchen Zilli in slowenischer Sprache errichtet werden. 1895 war das im Budgetentwurf enthalten, diese Parallelklasse in Zilli, und darüber fällt die Regierung eines Landes, das ja nicht gerade klein ist, mit dem Alfred Windischgrätz, der kommt sozusagen in die Problematik hinein, dass er gestürzt wird und eine andere Regierung gebildet wird. Einen ganz ähnlichen Versuch gibt es dann für Böhmen von einem Polen
dem Graf Kasimir Pateni, dessen Regierung sozusagen der starken Hand, wie sie genannt wurde, auch sehr slawenfreundlich war. Und der hat also jetzt, für Böhmen, Mähren und Schlesien, also die böhmischen Länder, eine Sprachenverordnung durchsetzen wollte, in der drinnen stand, dass innerhalb einer Frist von 3 Jahren jeder Beamte sowohl Tschechisch als auch Deutsch perfekt, was immer das heißt, perfekt, welche Sprache kann man schon perfekt, nicht einmal die eigene Muttersprache, also perfekt beherrschen sollte. Das Problem war natürlich für die tschechischen Beamten nicht gegeben, denn die hatten ja eine deutsche Erziehung, die konnten ja Deutsch sprechen. Die Deutschen hingegen konnten nicht Tschechisch und haben das Tschechische auch erstens für eine minderwertige Sprache betrachtet, die Sprache der Diener und Bauern. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch gesagt, wie kann man denn eine Sprache lernen, da kommt immer wieder dasselbe Beispiel, in der man einen Satz sagen kann, in dem kein Vokal vorkommt. Also A, E, I, O, U sind unsere Vokale, aber in den slawischen Sprachen sind auch R und L Vokale, nicht? Und es gibt diesen berühmten Satz, steckt den Finger in den Hals, der also einen Sinn ergibt, aber keinen Vokal in unserem Sinne enthält, nicht? Also nur R's und L's. Und das kommt also in allen Karikaturen vor. Strzbrskskrk ist sozusagen zum geflügelten Wort geworden. Und es kommt also zu großen Demonstrationen. In Wien ist seit dem Jahr 1848 keine Demonstration dieser Größenordnung vor dem Reichsrat, also im heutigen Parlament, gewesen. Der ganze Ring war voll mit deutschnationalen Studentenverbindungen und natürlich auch mit den Mitgliedern der deutschnationalen Partei. Und Pateni ebenfalls fällt die Regierung und diese Sprachenverordnung wird nicht verwirklicht. Das sind nur jetzt 2 Beispiele. Es gibt viele, viele solche Beispiele, die zeigen, wie stark dieses Nationalitätenproblem auch in den Alltag der Menschen eingegriffen hat. Das ist nicht irgendwas auf einer abstrakten Ebene, wo man irgendetwas spricht, was halt nicht wirklich fürs Leben eine große Kraft hat. Es hat eine Reihe von Versuchen gegeben, das Problem der Nationalitäten anders zu lösen. Das war vor allem die Gruppe um den späteren oder damals schon Thronfolger Franz Ferdinand, ein Mann, der allerdings in seiner Nationalitätenpolitik mehr Probleme als Lösungen angeboten hat. Er war also gegen die Ungarn, er hat also die Ungarn gehasst, er hat die Serben gehasst, er hat die Italiener gehasst, also die Juden natürlich überhaupt. Also er war nicht wirklich ein Mann, und das wäre natürlich eine Stärke Franz Josefs, keine Frage, und das war es ja auch, eine gewisse versöhnliche Haltung anzubieten. Und einer seiner Mitarbeiter, Aurel Popovici, hat 1906 aus dieser Monarchie ein Land gemacht, das sozusagen neue Grenzen gesetzt hätte. Also Ost-Westgalizien polnisch, Ostgalizien ruthenisch, Slowakei abgetrennt von Ungarn, die Rumänen eigenes Land Transsilvanien oder Siebenbürgen, Kroatien eigenes Land, Slowenien eigenes Land mit dem Süden Österreichs, wo also viele Slowenen ja auch heute noch wohnen, eine Minderheit. Klingt natürlich toll, nicht? Man hat damit die nicht bisher privilegierten Nationalitäten irgendwo einbezogen, nicht? Es gab ja die sogenannten historischen Nationalitäten, wie die Deutschen, die Tschechen, die Ungarn, die Kroaten und die nicht historischen Nationen, die nie einen eigenen Staat im Mittelalter hatten, wie die Slowenen oder die Slowaken oder die Ukrainer. Viele dieser Länder sind ja erst nach 1989 selbstständig geworden, nicht mit kleinen Zwischenspielen. Also die Slowakei war in der Zeit des Nationalsozialismus ein selbstständiger, unter Anführungszeichen, Staat, eigentlich abhängig vom Nationalsozialismus. Also das heißt, hier hat man versucht, diese nicht-historischen Nationalitäten mit einzubeziehen. Klingt zunächst einmal natürlich total verlockend, nur das Hauptproblem dabei ist natürlich, wie hätte man diese Vorstellungen durchgesetzt. Erstens einmal haben natürlich diese neuen Einheiten, also
Böhmen ist ja nicht anders als vorher, aber Westgalizien war auch nicht rein polnisch besiedelt. Auch dort gab es Deutsche, auch dort gab es natürlich Ukrainer, auch dort gab es natürlich eine jüdische Bevölkerung. Ostgalizien war natürlich auch nicht rein ukrainisch und so weiter. Das können Sie jetzt durchdeklinieren für alle diese Staaten. Das heißt, auf der einen Seite hätte man das Problem verkleinert oder auf kleinere Territorien reduziert, aber nicht in letzter Instanz gelöst. Es war auf einer territorialen Ebene nicht oder praktisch nicht lösbar. Und auf der anderen Seite war natürlich auch die Frage, wer sollte dieses Problem lösen? Selbst wenn Franz Ferdinand in Sarajevo nicht erschossen worden wäre und er an die Macht gekommen wäre, wäre er mächtig genug gewesen, dieses Problem als Kaiser zu lösen. Es gab ja eine Verfassung, es gab ein Parlament, es gab politische Parteien, es gab Interessensvertretungen der verschiedenen Nationalitäten. Also das war natürlich ein bisschen die Illusion hinter solchen Modellen. Und es gibt noch mehrere andere Modelle, die also in dieser Zeit ausgearbeitet wurden, bis hin zu den Modellen einer sogenannten Personalautonomie. Also in allen Ländern der Monarchie sollte sozusagen, ich sage es jetzt einmal sehr vereinfacht, ein Amt sein, in dem alle Sprachen oder Nationen vertreten sind, jeweils von einem Vertreter, und jeder kann sich dann an den Vertreter seiner Nation wenden. Sie können sich vorstellen, dass das bürokratisch nicht ganz unkompliziert ist. Das ist also jetzt sehr vorsichtigst ausgedrückt. Franz Ferdinand war also ein Mann, und das gilt auch schon natürlich für Rudolf, der also auch andere Vorstellungen als Franz Josef über das Nationalitätenproblem gehabt hat, der zwar neue Ansätze des Nationalitätenproblems entwickelt hat mit seinem Mitarbeiterstab, aber Ansätze, die sehr, sehr schwierig umzusetzen gewesen sind. Und das heißt, das, was also häufig heute passiert in der Literatur, dass man Franz Josef sozusagen vorwirft, er habe dieses Nationalitätenproblem und auch natürlich die soziale Frage, die ich jetzt ganz ausgeklammert habe, die spielt natürlich auch eine gewaltige Rolle und hängt ja mit dem Nationalitätenproblem auch zusammen. In Böhmen etwa waren natürlich die Unternehmer in erster Linie Deutsche, die Arbeiter in den Fabriken in erster Linie Tschechen, die Adeligen deutschsprachige, mit tschechischen Namen zwar manchmal, aber deutschsprachige Adelige, die Bediensteten, tschechische Bedienstete, nicht? Also der normale Adelige, der in Böhmen gelebt hat, konnte natürlich mit seinen Untertanen, also mit seinen Bauern beziehungsweise mit den Dienern seines Hauses ein rudimentäres Tschechisch sprechen, also Befehle ihnen geben, was sie tun sollen. Genau wie die Armee, nicht? Die Armee war ja deutschsprachig, aber natürlich haben die einzelnen Rekruten im Laufe ihrer Ausbildung natürlich Deutsch lernen müssen. Also so Dinge wie Habt Acht oder Vorwärts oder was es sonst noch an militärischen Zurufen gibt, die konnte man nicht und hat damit natürlich auch die deutsche Sprache nicht unbedingt zu lieben gelernt von Seiten der nicht deutschsprachigen Rekruten. Weil in der Monarchie wird immer wieder gesagt, war die Armee sozusagen der Hort der Freundschaft zwischen den Nationen. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen den braven Soldaten Schweig von Jaroslav Haschek gelesen hat. Also ein klassischer Roman, der gegen den Strich argumentiert sozusagen. Da kommt eine Szene vor, vielleicht erinnern Sie sich daran, wo der Schweig und einer seiner auch tschechischen Kameraden, die sind also in heute Österreich, damals schon in Ungarn, und sie dürfen aus dem Zug aussteigen, der sie an die russische Front bringt und ins Dorf dort gehen, nicht? Und dann sagt der Schweig, na, jetzt werden wir mit den Ungarn reden, und der Sapeur Wodiczka, das ist sein Regimentskamerad, sagt, mit den Ungarn kannst du nichts reden, die musst du zuerst in die Goschen hauen, nicht? Also ich meine, das ist natürlich vielleicht eine Karikatur oder eine Überzeichnung, aber so ein harmonisches Reich war auch die Armee nicht. Da gab es auch, es gab 70% der Offiziere der Armee waren Deutsche, weitere 10 oder 15% Ungarn. Das heißt, die anderen Nationen waren in der
Führungsschicht der Armee gar nicht vertreten. Und das hat natürlich zu Spannungen geführt. Das wird alles so manchmal so ein bisschen schön geredet. Franz Ferdinand und auch Rudolf haben natürlich Abneigungen vor allem gegen die Ungarn gehabt. Das hätten sich die Ungarn sicher nicht gefallen lassen. Ungarn ist ein Land, in dem Aufstände gegen die Habsburger an der Tagesordnung gelegen sind. Viele haben bei den Schüssen in Sarajevo, die ja auch natürlich mit einem Zusammenhängen mit der südslawischen Frage gesagt, man hätte damit eigentlich verhindert, dass die Monarchie auseinanderfällt. Man hat also gedacht, wenn Franz Ferdinand zur Regierung kommt, dass die Monarchie untergeht. Also das, was man Franz Josef normalerweise vorwirft, es kommt natürlich wirklich zu einer Auflösung der Habsburger Monarchie, aber etwas, was nicht von Anfang an klar war, noch im Jahre 1914, als ein österreichischer Diplomat namens Hoyos nach Berlin geht, um dort sozusagen die Rückendeckung der Deutschen für die Kriegserklärung an Serbien zu holen, hat dieser Hoyos gesagt, na ja, wenn wir den Krieg verlieren, werden wir halt ein Stückchen von Galizien verlieren und vielleicht Bosnien-Herzegowina, aber sonst wird nicht viel passieren. Was niemand wirklich für möglich gehalten hat, ist, dass eben dieser riesige Staat, 50 Millionen Menschen lebten in diesem Staat zu dieser Zeit, in sogenannte Nationalstaaten zerfällt, beziehungsweise eben zum Teil, also manche Dinge werden natürlich Kriegsbeute, das haben die Italiener genommen, die Rumänen werden vergrößert, Polen entsteht als neues Land, aber die Tschechoslowakei etwa ist ein ganz neuer Staat, der entstanden ist. Und das hängt natürlich alles damit zusammen, dass hier die nationalen Fragen eine ganz große Rolle spielen. Aber, und das ist eigentlich etwas ganz Wichtiges, dieses Nationalitätenproblem der Habsburger Monarchie durch diese Zerstückelung der Monarchie nicht gelöst wird. Denn alle diese Staaten haben eine ganze Reihe von unterschiedlichen Nationalitäten in sich getragen. Bei den Ungarn gibt es Deutsche, da gibt es natürlich Rumänen, da gibt es Kroaten, da gibt es Slowaken und dann gibt es natürlich, denken Sie an die Tschechoslowakei, erstens einmal eine künstliche Nation der Tschechen und Slowaken. Das war im Jahr 1993, wenn sich manche noch erinnern, ein großes Problem, schreibt man Tschecho-Slowakisch oder Tschechoslowakisch in einem Wort. Also eine Staatsnation oder zwei Staatsnationen, da gab es jede Menge Deutsche. In diesem Gebiet gab es viele Ungarn und hier das sogenannte Podkarpatski Rus, also die Karpatokraine, gab es Ukrainer und Polen. Also ein völlig multinationaler Staat, der sich aber als Nationalstaat definiert. Das heißt also auch, die Zerstückelung der Habsburger Monarchie 1918 hat letztlich das Nationalitätenproblem nicht gelöst. Und ich denke, man muss also sehr, sehr vorsichtig sein. Die Position, die Franz Josef eingenommen hat oder in die er hineingeboren wurde, nämlich die Situation Herrscher eines solchen multinationalen Staates zu sein, ist keine beneidenswerte Position gewesen, keine Frage. Und weder er noch die verschiedenen Ministerpräsidenten des Landes haben wirklich eine ernsthafte Chance gehabt, dieses Problem zu lösen. Also modern deutsch würde man sagen, es ist eine Lose-Lose-Situation. Nicht? Man kann es nur verlieren bei diesem Spiel. Ich halte es da lieber mit dem alten Wilhelm Busch, der in einer Geschichte geschrieben hat, Eduards Traum, weil es ist nicht so eine Geschichte, die man als Kind gelesen hat, aber ein bezauberndes kleines Büchlein, wo der Vater heimkommt und er vom Wirtshaus und er ist betrunken und er wirft den Hut auf den Boden und sagt, wer den Hut aufhebt, bekommt Hiebe und wer ihn liegen lässt, auch. Dankeschön.